Herzlich willkommen hier bei businessgadgets.net. Mein Name ist Tillmann und im Vergleich zu den letzten Unboxings heute mal ein relativ ungewöhnliches Produkt, weil es doch eher die weiblichen Zuschauer ansprechen wird. Es handelt sich hierbei um den Philips VisaPure. Bei dem VisaPure handelt es sich um eine Gesichtsreinigungsbürste, mit der die Haut gepflegt werden kann. Hier sehen wir schon einmal die Verpackung, das Gerät. Philips verspricht eine sanfte und gründliche Reinigung für strahlend schöne Haut. Wer sich jetzt unsicher ist, ob das Gerät etwas bringt, das werden wir im Verlauf noch herausfinden und dazu einen Testbericht veröffentlichen, kann das Gerät auch selbst im Handel erwerben, weil Philips eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie verspricht. Das heißt, ihr könnt das Gerät auch selbst ohne Reue testen. Gefällt es euch nicht, gebt es einfach zurück und ihr erhaltet euer Geld zurück. Schauen wir uns noch einmal die Verpackung an. Hier auf der Rückseite Erklärung in Deutsch, Niederländisch, Französisch und Italienisch. Hier kann man schon mal sehen, wie das Ganze benutzt wird. Und die Philips VisaPure ist auch mit dem Versprechen in den Markt gegangen, eine 10-mal effektivere als die normale Gesichtsreinigung zu ermöglichen. Hier sehen wir das Gerät. Das Gerät selbst ist wasserdicht. Der Kopf wird nur mit einer Geschwindigkeit gesteuert, das heißt, man kann das Ganze nicht regulieren. Man kann auch einen Timer einstellen für einzelne Hautpartien. Mit dem Gerät wird eine Bürste mitgeliefert. Weitere Bürsten gibt es als Zubehör in jedem Flächenmarkt, beispielsweise Saturn Mediamarkt. Könnt ihr ohne Probleme nachkaufen. Schauen wir uns jetzt mal den Verpackungsinhalt an. Dazu schneide ich hier einmal das Plastik durch. Drehen wir das Ganze einmal um und öffnen den Karton. So, hier sehen wir schon das Gerät selbst. Noch einmal die Einsatzzwecke, wie es aufbewahrt wird, wie es gereinigt wird und wie es benutzt wird. Ich lege jetzt einmal das Gerät an die Seite und wir schauen uns mal das gesamte Zubehör einmal näher an. So. Nehmen wir einmal alles hier raus. Und packen den Karton mal an die Seite. Wie bei jedem elektronischen Gerät ein Benutzerhandbuch, das einmal anfängt mit der allgemeinen Beschreibung, Warnhinweise. Was sicherlich am interessantesten ist, ist der Kapitel 4 und 5. Einmal 4, wie das Gerät aufgeladen wird, die Anzeige bei zu niedrigem Ladestand. Kapitel 5 gibt dann nochmal Auskunft über die tägliche Gesichtsreinigung, die einzelnen Reinigungsverfahren. Kapitel 6 Reinigung und Wartung und Kapitel 7 ist dann die Aufbewahrung. Und Kapitel 8 kann man dann nochmal nachlesen, wie man den Bürstenkopf austauscht. Legen wir mal die Anleitung an die Seite. Was Philips auch noch verspricht, wenn man sich jetzt online registriert, dann bekommt man den ersten Ersatzbürstenkopf gratis geschenkt. Das heißt, ist der erste Bürstenkopf nicht mehr zu gebrauchen, dann kriegt ihr schon kostenfrei einen weiteren mitgesendet. Hier ist noch ein Quick-Start-Guide, wie das Ganze dann schnell einsatzbereit gemacht werden kann. Einmal hier das Ladegerät anschließen. Man kann hier wird nochmal aufgeklärt, wie man es verwenden soll. Und das Ganze ist sehr einfach mit Bildern dargestellt. Hier haben wir einmal als Zubehör das entsprechende Ladegerät. Hier kommt dann Strom rein. Das Ganze steht dann so bei euch im Badezimmer. Hier ist das entsprechende Ladegerät. Schließt man dann so an. So, schauen wir uns jetzt einmal das Gerät selber an. Das,
wichtig ist, das Gerät kommt ja mit dieser Schutzkappe aus der Verpackung. Wenn ihr das Gerät aufladen wollt, die Kappe abmachen. Das steht ja dann fest auf dem Boden und das Ganze wird dann so reingesteckt. Das heißt, das Gerät steht dann so in der Ladestation. Die Kappe kann man aufheben, wenn man jetzt ohne Ladestation mit der Bürste das Gerät einfach mitnehmen möchte, dann, damit die Bürste natürlich auch geschützt ist für den Transport. Ansonsten, ja, hier sind die entsprechenden Punkte. Das geht auch nur in einer Richtung rein. Das heißt, immer mit dem Einschalter nach vorne. Können wir mal gucken, wie das funktioniert. Bin jetzt aus Versehen auf den Einschalter gekommen, damit ihr mal seht, wie die Bürste sich bewegt. Die bewegt sich dann in kreisenden Bewegungen. Austauschen, einfach die Bürste abziehen. Das ist ganz einfach, das ist nur aufgesteckt, das funktioniert sehr, sehr einfach. Da gibt es dann keine großen Komplikationen. Ein entsprechender Testbericht zu diesem VisaPure folgt später. Hat euch dieses Video gefallen, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und abonniert doch bitte unseren Kanal.